Jin Sakai kann in Ghost of Tsushima wirklich eine Menge an Fähigkeiten, Skills und Kampfhaltungen erlernen. Und welche davon die besten sind, um die Mongolen-Invasion zu verhindern, zeige ich dir in diesem Video. Am Anfang des Spiels würde ich dir raten, in die Erkundungsskills besser nicht zu investieren. Du wirst nämlich ganz automatisch auf deiner Reise die Schreine, Quellen und Fuchsbauten finden, indem du ganz normal die Gegend erkundest. Denn meistens zeigt dir der gelbfarbene Vogel schon den Weg. Oder du erkennst schon von weitem einen goldenen Baum für den Fuchsbau. Selbst bis zur Platin-Trophäe habe ich die Erkundungsskills nicht einmal wirklich nutzen müssen. Investiere deine Technikpunkte also am besten am Anfang in den Ablenkungs-Skilltree und versuche so schnell wie möglich das Pfeileablenken freizuschalten, weil das ist ein Skill, den du unbedingt brauchst. Sonst werden dir die mongolischen Bogenschützen so richtig auf die Samurai-Nerven gehen. Ein Skill, den du ebenso zum Start haben solltest, ist die sichere Landung. Du wirst zwar auch oft auf dem hohen Ross unterwegs sein, jedoch wirst du aber noch öfter von irgendwo herunterspringen. Und damit du keinen Fallschaden erleidest, spammst du einfach, bevor du landest, die Kreistaste. Super wichtig ist der Skill Gesundheit herstellen, aber noch wichtiger ist natürlich der eiserne Wille, der dich von den Toten wieder auferstehen lässt, wenn du zum Beispiel mal wieder die Schwerkraft vernachlässigt hast. Dazu musst du einfach nach deinem Ableben auf dem Steuerkreuz zweimal nach unten drücken. Und natürlich kann dir das dann auch in so manchen Kämpfen den feudalen Hintern retten, wenn du es mal wieder mit zu viel Mongolen gleichzeitig aufgenommen hast. Also, der Samurai kennt keinen Schmerz und weiter geht es im Gefecht. Den Herausforderungsskill kann man mit so einem kleinen Minispiel gleichsetzen. Du musst im richtigen Moment, bevor der Gegner dich angreift, die Dreiecktaste drücken, um den Gegner einen One-Hit zu verpassen, der ihn direkt über den Jordan gehen lässt. Wenn du diesen Skilltree weiter ausbaust, werden bis zu drei Gegner hereinstürmen, die du dann mit einem One-Hit ausschalten kannst. Meistens täuschen die Gegner dann noch ein bis zwei Angriffe vor, hier bleibst du einfach cool und wartest darauf, bis sie wirklich einen Step nach vorne machen und dann drückst du die Dreieck-Taste. Am Anfang des Spiels ist dieser Skill sehr wertvoll. Mindestens genauso wertvoll ist das Attentat und noch wertvoller das Kettenattentat. In diesen Skilltree solltest du von Anfang an auch investieren, um einfach insgesamt dein Spiel zu boosten, weil hier kannst du einfach noch viel schneller drei Gegner hintereinander one-hitten. Im Gegensatz zu der Herausfordern-Serie, wo du dann doch immer etwas auf die Gegner warten musst. Wenn du jetzt die Rauchbombe von den Geistwaffen mit dem Kettenattentat kombinierst, ist es dir sogar möglich, mitten in einem Gefecht das Kettenattentat auszulösen, um auch hier drei Gegner sofort auszuschalten. Ich kann dir wirklich empfehlen, diese Kombination wirklich so oft wie möglich in Kämpfen einzusetzen. Damit kannst du dein Spiel auch nochmal um einiges verschnellern. Ich persönlich liebe ja den Reitsprung. Du hast nämlich später im Spiel keinen Bock mehr, ständig die Gegner herauszufordern. So kannst du einfach mit der Dreiecktaste einen kritischen Schlag auslösen und deinem Gegner schon mal so eine kleine Kostprobe von deinem Katana geben. Oh ja, die Kunais, das sind wirklich die Game Changer. Hier musst du am Anfang direkt investieren und diesen Skilltree ausbauen. Denn diese Fähigkeit kannst du einfach nicht oft genug benutzen. Hiermit kannst du sofort Gegner ausschalten oder sie zum Taumeln bringen. Spammst du die Kunais hintereinander weg, hast du meistens schon eine Mongolengruppe damit ausgelöscht. Um die Gehöfte und Lager von den Mongolen zu befreien, ist es auch ratsam, in das fokussierte Hören zu investieren. Auch besonders in das heimliche Hören, denn hier kannst du dich mit normaler Geschwindigkeit fortbewegen, während du das fokussierte Hören aktiviert hast. Was bedeutet, dass du auch in den Lagern dich super schnell fortbewegen kannst, um schnell und lautlos die Mongolen auszuschalten. Auch kannst du somit schnell auf Gruppen zugehen, um das Kettenattentat zum Beispiel auszulösen. Die perfekte Parade ist ein Skill, für die man ein wenig Übung braucht, da man hier das richtige Timing erst erlernen muss. Wenn man es aber einmal erst drauf hat, kann man auch damit super schnell die Mongolen ins Jenseits schicken.
Und wenn man sich die perfekte Parade noch etwas einfacher machen will, kann ich empfehlen, den Talisman von Mitsunokami auszurüsten, denn dieser gewährt euch ein größeres Zeitfenster, um die perfekte Parade auszuführen. Das bedeutet, es wird euch ein wenig leichter gemacht, im richtigen Moment die L1-Taste zu drücken, um einen Gegenangriff zu starten. Ein kleiner Quick-Tipp wäre dann noch die Zeitlupe, die man mit R2 aktivieren kann, um in stressigen Gefechten einfach ein bisschen den Überblick zu behalten. Um die Duelle gut zu überstehen, ist es ratsam, wirklich sehr oft die Kreistaste zu benutzen, also wirklich auszuweichen, denn die Duellanten werden ziemlich oft deine Verteidigung mit ihren Angriffen durchbrechen und dir damit super schnell viel Schaden zufügen. Deswegen ist es eine gute Taktik, sehr oft die Kreistaste zu benutzen, auszuweichen, in den Rücken des Gegners zu kommen und dann mit der Dreiecktaste versuchen, so viel Schaden wie möglich zu machen. Gut ist es auch, mit perfekten Paraden Entschlossenheit wieder dazu zu verdienen, somit könnt ihr dann eure Fähigkeiten öfter im Kampf benutzen. Dieser Talisman hat zwar nichts mit dem Gefecht zu tun, ist aber sehr nützlich, und zwar der Talisman der Inari. Für meinen Spieldurchgang hatte ich diesen Talisman always on. Das bedeutet, dass du beim Sammeln von Vorräten, Raubtierfällen oder Eibenhölzern einfach eine erhöhte Zahl bekommst. Und dadurch kannst du wiederum schneller deine Waffen und Ausrüstung aufleveln. Man sollte seine Technikpunkte auch natürlich für die Kampfhaltung benutzen, denn erst wenn du hier die richtige Technik erlernt hast, ist es dir auch möglich, Angriffe von bestimmten Gegnern zu blocken. Denn bevor du das Upgrade freigeschaltet hast, haben die Angriffe von den Gegnern einen roten Punkt und sind somit unblockbar. Und nach dem Upgrade wird der rote Punkt zu einem blauen, womit du den Angriff dann blocken kannst. Durch viele der Geistwaffen und Entwicklungstaktiken sind wir in diesem Guide durchgegangen. In meinem Spieldurchgang habe ich eher selten zum Beispiel die Windglocke benutzt, dafür umso mehr die Kunais und die Rauchbombe in Kombination mit dem Kettenattentat. Jeder Spielstil ist natürlich anders, und falls du irgendwie eine coole Kombination gefunden hast, lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und falls ich dir mit diesem Guide zu Ghost of Tsushima helfen konnte, freue ich mich selber ein Like, und wir sehen uns im nächsten Video.